Gehörst du zur Gasabteilung, Kumpel? Ich habe eine Nachricht von den Toten. Ich bin unschuldig. Ich befolge nur Befehle. Hat eine da wette ich drauf. Also, was ist hier los? Da waren Dinge, furchtbare Dinge. Keine Ahnung, was das war. Wir mussten sie irgendwie aufhalten. Wir haben die Barrikade gebaut. Dann hat letzte Nacht irgendein Verräter versucht, sie zu sprengen. Aber ich habe ihn erwischt. Das ergibt Sinn, ich verstehe. Ich sage dir, sie kamen aus dem Nichts. Aus dem Boden. Sie nahmen Leute mit. Wir haben sie nie wieder gesehen. Also blockieren wir ganze Abschnitte, um sie zurückzuhalten. Sie könnten sogar hier im Lazarett sein. Deswegen sollte ich hier alles einnebeln. Keiner kommt rein oder raus. Lieber Gott, wovon zum Teufel redest du überhaupt? Du hast so viel von deinem eigenen Gas abbekommen, Kumpel. Hier ist der Plan. Gib mir deine Maske und ich gehe selber rein. Ich habe meine Befehle. Du hast deine Befehle? Du hast deine Befehle. Guter Junge. Nicht weiter, oder ich schieße. Ich will nur die Maske. Genau. Ich muss durch diese Barriere. Das ist der einzige Weg aus diesem Höllenloch. So, wir haben jetzt die Gasmaske gefunden. Hier ist noch eine Gasmaske. Gibt's auch Filter für? Und jetzt können wir... Habe ich jetzt die Gasmaske überhaupt angezogen? Der Zünder muss da drin sein. Ich habe Krankenhäuser immer schon gehasst. Ach du Scheiße. Der Zünder muss ja irgendwo sein. Da haben wir noch einen Brief. Könnt ihr selber lesen. Ach klar, okay. Ey, hier ist echt voll viel Gas rein. Jetzt muss ich echt finden, wo dieser Hebel ist. Oh, man sieht hier echt verdammt schlecht. Er war einer der Besten, sang jede Nacht zu seiner Gitarre. Und jetzt keine Neuigkeiten mehr von ihm. Wenn irgendjemand dies irgendwann... Ja. Okay, jetzt. Ich komme. Ich hab gezündet. Wo geht's Kabel hin? Da raus. Boah, es sieht hier echt verdammt schlecht. Ach, hier. Ach, ich bin schon wieder da. Ach so, hier geht's lang. Oh mein Gott. Es geht da ab. Komm schon, schneller! Ja, da ist er! Er kriegt wohl... fast da! Jungs, wir haben hier ein Problem. Ach du Scheiße. Das ist es, was wir wollen! Stark! Ja, er könnte sie führen! Er könnte alles verändern! Aber erst muss er den Verräter besiegen! Er hat schon zu lange Gott gespielt. Alles für ihn, für seine eigene Macht. Aber dieser hier kann das ändern. Ach, er ist auf meiner Seite, also wie soll ich das verstehen? Er kann ein für alle Mal mit dem Verräter abrechnen. Und dann, wenn er mit uns eins wird, werden wir sie beherrschen. Auf der Oberfläche, im Sonnenlicht, beschützt vom Rauch. Ja! Hast du einen Gestörter? Was war das? Heilige Mutter Gottes, was zum Teufel geht hier vor? Ja, das frage ich mich auch langsam. Was ist denn hier los? Mutter Maria Gotter. Ach, da waren irgendwelche Zombies wieder, oder was da ist? Ah, okay. Boah, guck mal, wie es hier aussieht, ey. Alles kaputt. Krass. Guck mal das dicke Rohr an, ey. Was wird's denn überhaupt, hä? Stirb, du Penner. Gott, was ist das denn hier jetzt? Strom? Wofür? Um etwas draußen zu halten? Oder drin? So, Strom ist ausgeschalten.
Jesus Maria. Ey, wie viel hältst du aus, du Penner? Aha. Eventuell haben sie recht. Vielleicht sollte es zubleiben. Was weiß ich schon. Ich weiß nicht, was ein Bunker ist. Ich wollte eigentlich mal kurz da hochgucken. Komm. So muss ich da hoch. Bisschen Munition. Ist hier sonst noch was? Nein. Gut, dann geht's ab in den Bunker. Meine Fresse. Ich bin ein bisschen... Ich sehe schon, ihr habt auch einen stressigen Tag. Aha. Das war's. Gut durch. Und schon die Zwiebeln. Was? Auf zum Gaslampe? Es werde Licht. Oh Gott. Wie geil ist das denn? In Ordnung. Das kann ich gebrauchen. Was für ein geiles Ding. Oh, mein Liebling. Warte mal. Oh, guck mal, was ist das überhaupt? Ah, okay. Geile Waffe. Begib dich auf... Was zum Teufel war das? Was? Frage mich auch, was war das? Ah, guck mal, der alte Knopf, also ein uralter Hersteller, oder? Knopf ist doch so eine uralte Kaminmarke. Wo sind denn die Herren, hä? Es ist ein Dinner hier, ich weiß das ganz genau. So, da trete ich. Was ist hier? Oh mein Gott, der schleichende Tod. Die sind echt. What the fuck? Jeez, wo kommt ihr hässlichen Bastarde denn her? Oh, Alter! Fuck, Alter! Lad doch schneller nach! Ja, yeah, krasse Action. So. Boah, fuck you. Ich hau hier ab. Es wird mir schon wieder zu viel. Kommen denn noch welche? Ey, die schmeißen da mit Steinen. Diese Sauerei kann wirklich Leute verändern. Oder kriege ich Hallus? Augenblick. Hat der Krieg diese Dinger hervorgebracht? Oder bin ich nur... Sind sie nur in meinem Kopf? Habe ich hier einen wirklichen Kampf? Ah, ich frage mich langsam auch, ob das ein wirklicher Kampf hier ist. Jetzt müssten ja alle tot sein, alle komischen Leichen, Zombies, keine Ahnung, was das ist. Was für eine... Alter, wie geil! Das ist mein Lieblingsspiel. Schätze, die haben mich bemerkt. Tja. Dann will ich mal mit der Waffe weitermachen. Was ist das überhaupt? Ach, das macht es auf. Oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Und wieder die Knopfmarke vom Dynamit. Was, wie danke? Wer redet denn da? Wow, guck mal dieses fette Rohr an, wie geil. Ah, okay, die verschwinden. Ja, Mann. Das Spiel hat was. Es hört sich zwar voll billig an, das Spiel. Aber Kopfschüsse sind halt nicht drin, ne? Potzer habe ich endlich mal getroffen. Es war schon ein harter Tag. Macht es nicht noch schlimmer. Genau. Macht's nicht noch schlimmer. Heal Kit. Und jetzt möchte ich hier mich verabschieden. Wie es weitergehen wird, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao bei Necrovision.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Necrovision beim der nächsten Aufnahmesession. Ich habe ein bisschen die Soundeffekte ein bisschen hochgeschraubt vom Sound. Und wir haben letztens irgendwelche Zombies oder kriechende Leichen abgeschossen. Wir haben eine Pistole und diese geilen Geräte. Erstmal nachladen überall, bevor wir losgehen. Dann auch mal kurz nachladen. Und hier. Okay. Wir werden aber weiterhin mit der Schrotflinte gehen. Und jetzt schauen wir, was uns hier erwarten wird. Ich höre gerade was. Ach scheiße, da sind sie wieder. Oh, nicht nach Stein werfen. Ach du Scheiße. Ho, es brennt ja hier alles. Nachladen, schnell. Ein Schuss und sie sind tot. Was das jetzt? Nicht nett, Alter. Nicht clever. Das ist okay für mich. Boah, wie laut das gerade war auf meinen Ohren. Boah, ich bin voll erschrocken, ey. Boah. Habe ich nicht gerade gesagt, zwei Schuss? Gibt's hier nicht Munition? Wo muss ich überhaupt lang? Oh. Oh, geilen Ort entdeckt. Jetzt habe ich fette Rüstung gekriegt. Oder nicht? Ah, die Stufen kann man auch ein bisschen. Oh shit. Okay, Junge, du willst das hart? Ich weiß nicht, was hier vorgeht, aber ich finde es sicher heraus. Ja, wir haben die MG. Mit den Dingern, die es packt, die haben einen richtigen krassen Rückstoß. Heilpack und die hier, Wetter, weil das ist die einzige. Oh, man kann durch den Boden gucken, wie geil. Ah, hier. Bevor ich das mache, kurz nochmal Munition. Aha, Mechanismus hat die Tür auch, das ist ja geil. Boss! Was ist das? Ein Engel? What the fuck? Ist das ein Luftschiff? Wie heißen die? Ballon. Nee, Zeppelin. Schätze nicht. Junge. Scheiße, Mann. Oh, fuck. Hat deine Fresse jetzt. What the fuck, die schießen ja auch. Wo ist der Handypotzo? Ey, das. Ich glaube, normal ist doch ein bisschen hart. Erstmal verstecken, ein bisschen die Waffen laden, weil sonst kann ich hier nichts machen. Boah, Scheiße, den kriegst du gar nicht down. Boah, ich verpiss mich jetzt erstmal. Gott sei Dank ein Healpack. So, erstmal nachladen. Jetzt geben wir den Boss mal richtig. Wo ist der Sack?
Geladenes Vampir-Artefakt. Wie konnte der hier überleben? Scheiße. Oh, Alter, krass. Alter, wie laut das immer ist. Krass, ey. Jesus Maria. Auf dem Boden, in der Luft, wo soll man sich noch verstecken? Ja, ich weiß es auch nicht mehr. The fuck? Verstecken kann man sie auch nicht überall. Fuck, Mann! Das Problem ist einfach, das sind zu viele. Jetzt müssen wir wieder von vorne laden. Ach, das ist ja komisch. Gut, wir sehen uns gleich wieder dort.